Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Ja, ein kleines schnelles Unboxing. Wir packen heute SteelRaikins The Deep aus für die Sony PlayStation 5. Das ist ein Horror-Walking-Simulator, würde ich sagen, der auf einer Bohrinsel spielt. Ich glaube 1975, das stand hinten auf der Rückseite. Das wird wohl unser Charakter sein, das ist die Bohrinsel. Sumo Digital war wohl der Entwickler, Secret Mode ist der Publisher. Gibt es, glaube ich, physisch auch nur für die PlayStation 5. Ich habe es auch nur für die PS5 gesehen. Ist ab 16 Jahren freigegeben. Kann natürlich sein, dass es das digital auch für andere Konsolen gibt. Das weiß ich leider nicht. Wahrscheinlich auch auf Steam. So sieht es von der Seite aus. Ja, es spielt 1975 die Bohrinsel Byra-D. Von der schottischen Küste spielt das Ganze ab. Ist von der Katastrophe heimgesucht. Und wir sind ein Kommunikationsleitungsmitarbeiter anscheinend. Ja, was ich ja gesehen habe. Da passieren viele Sachen, aber obwohl da nicht viel passiert. Und du wirst auch mal gejagt von jemandem da. Sah interessant aus. Ich weiß auch jetzt nicht, ob es eine deutsche Sprachausgabe hat oder nur deutsche Untertitel. Aber sah interessant aus. Deswegen habe ich mir einfach mal gekauft. Geht so ein Spieler. 10 GB Speicherplatz werden benötigt. Vibration, Funktionen werden unterstützt. Ja, und mehr steht da leider auch nicht. Horror ab 16. Habt ihr schon gespielt? Ich meine, im Moment spielen es auch viele YouTuber. Schreibt mir mal gerne eure Eindrücke, wenn ihr es schon selbst gespielt habt. Ansonsten interessiert es euch, Trailer ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, krieg es raus. Gucken wir mal rein, ob da was bei ist. Ja, ein Hinweisblättchen. Und ein Inlay-Bild, ein Wendecover, je nachdem wie man es sieht. Das sieht so aus, aber finde ich schön so, weil das auf Papier ist und jetzt nicht in einem Cover eingeprägt wurde, wie es manche andere Publisher macht. Ja, bin mal gespannt, ob das Spiel mich überzeugen wird. So, der Trailer sah sehr spannend aus und deswegen für kleines Geld mitkommen. Ich glaube 29,99 oder 39,99. Eins von den beiden Preisen war es gewesen. Auf jeden Fall, gerne in die Kommentare schreiben, habt ihr das schon gespielt. Ansonsten guckt euch den Trailer an. Ich bedanke mich für eure Zeit und Kommentare und würde mich sehr freuen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis demnächst, euer Gavatrons. Ciao.